hätte mich erst mal reinsetzen sollen. Achso, ja, stimmt. Ja, da ist richtig, so. Gut, leicht links. Du musst ein bisschen lauter reden. Okay, stopp. We will see noch einen schönen. You next time. Ach, guten Morgen, Leute. Willkommen, liebe Stuttgarter, zu einem neuen Video. Ich bin gerade aufgewacht. Ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns eine Challenge überlegt. Die soll aber eigentlich mehr oder weniger ein bisschen den Spaßzweck erfüllen. Ihr seht schon, ich habe so eine wunderschöne Augenmaske auf, die Leuten dabei hilft, gut schlafen zu können, wenn es eigentlich hell ist. Wir werden es heute so machen. Einer von uns fährt, hat die, wie nennt man es? Schlafmaske. Schlafmaske, ich hatte es ja gerade gesagt. hat die Schlafmaske auf und setzt sich ins Kart und fährt, während der andere ihm den Weg vorgibt. Wir haben dafür ganz eindeutige Kommandos ausgemacht, damit nicht einer sagen kann, oh, rechts, aber er meint irgendwie klein. Wir sagen einmal, leicht rechts hat einen bestimmten Winkel, voll oder stark rechts hat voll rechts und genauso auch bei links. Bremse und Gas müssen wir halt selber entscheiden, weil das... Genau, das bleibt dem Fahrer überlassen. Genau. Es geht nur darum zu leiten. Genau, richtig. Von daher entweder leicht rechts, ganz rechts. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, so läuft es. Bevor das Video losgeht, wieder ganz wichtig für euch, kommentieren, abonnieren, schnell auf die Glocke drücken, kostet euch ja auch nichts. So verpasst ihr keins unserer neuesten Videos, die immer hochgeladen werden. Ansonsten, Kommentare nicht vergessen, ab 5 Kommentaren verlosen wir wieder Freitickets, so wie immer, ihr kennt es langsam. Ja? Von daher will ich euch da gar nicht länger das Ohr voll labern. Wir starten direkt los und gucken mal, wer am Ende besser, schneller oder mit weniger blauen Flecken durchkommt. Die schnellste Zeit gewinnt. Genau, so sieht's aus. Los geht's. So, let's go. Wer fängt an zu fahren? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Gut, du fängst an zu fahren. Ich lotse dich natürlich. Ah ja, nimm die. Oh, hab ich da einen Abdruck jetzt? Ja. Geil. Naja, ich stehe ja noch nicht vor der Kamera. So. Wie gesagt, das ist klar. Wir hatten jetzt auch gerade noch einmal besprochen gehabt. Sollte irgendjemand in die Bande reinfahren und nicht mehr selber wegkommen, dann tut derjenige, der hinter ihm jetzt hinterherläuft, also in dem Fall ich, zieht ihn dann wieder zurück. Mach mal einen Test. Ich habe nur den Wind zugespürt. Ja, ja, also ich sehe hier unten, nur für euch auch, ich sehe hier unten leicht den Weg, aber das bringt mir gar nichts. Ja, es geht also vor allem auch. Ist es arschungemütlich. Ich hätte mich Haben ja auch beide die gleiche Voraussetzung, von daher alles in Ordnung. Ich hätte mich erst mal reinsetzen sollen. Achso, ja, stimmt. Ja, da ist richtig, so. Ja, passt. Über die Zeitsensor. So, warte, ich mach. Zieh mich mal ein bisschen weiter zurück, weil ich sehe nicht, ob ich an der Zeit bin. Ja, ja, passt. Passt? Jawohl. Okay. Leicht links, leicht, genau, immer noch weiter leicht. Jawohl, weiter leicht. Hey, perfekt. Weiter, perfekt, super. Weiter, leicht. Links. Gut, ja, perfekt. Geradeaus. Jawohl, und rechts. Genau, weiter so, Gas geben. Rechts. Genau, so, passt. Weiter rechts. Bisschen rechts, genau, gerade. Gerade. Links. Jawohl, noch ein bisschen links. Jawohl. Und jetzt leicht rechts. Jawohl. Kurz gerade. Leicht rechts. Jawohl, perfekt. Perfekt. Bleib so. Stark rechts. Genau. Weiter. Weiter. Jawohl, weiter. Gut, leicht links. Du musst ein bisschen lauter reden. Okay, stopp. Ach, Mann. So, warte. So, leicht rechts. Jawohl. Leicht links. Leichter. Jawohl. Stärker. Weiter, geradeaus. Genau, gerade. Leicht rechts. Geradeaus.
Leicht rechts. Leicht rechts. Leicht rechts. Leicht rechts. Leicht rechts. Jawohl. Leicht links. Stärker links. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Geradeaus. Leicht rechts. Jawohl. Weiter. Weiter so, weiter so. Stärker rechts. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Rechts. Weiter rechts, weiter rechts. Ja, gerade. So, stark links. Jawohl. Gerade. Ja, das war, sorry, zu spät. Links ein bisschen. Jawohl. Gut. Rechts. Stopp, gerade. Das war zu stark. Jawohl. Perfekt. Leicht rechts. Jawohl. Leicht rechts. Leicht rechts. Leicht rechts. Gerade. Gas, 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 Gas. Stopp. Oh, Digga, das ist so weird. Oh. Alter, man hat so Schiss. Glaube ich dir. Also mit diesem leicht rechts und schwer rechts, das habe ich gar nicht gemacht. Ich fand es dann einfach zu sagen, rechts, 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 umso mehr ja, rechts. Damit ist du mal rechts. Ja, damit genau. Nee, ist tatsächlich auch gut gewesen. Ich glaube, sonst wäre es noch schwieriger, weil man muss sagen, wir kennen die Strecke relativ gut auswendig, ja. Aber du weißt nicht, wie krass das Kart, weil du siehst es nicht, wie krass reagiert dein Kart zu dem, was du machst. Also war schon strange, muss ich glaube sagen. Glaube ich, glaube ich. Gucken wir uns kurz die Zeit an. Jawohl. Und gehen halt, direkt nah rein in die Zeit. Es ist ja auch echt das Ding, dass du echt dann in dem Fall auf mich vertrauen musst. Komplett, komplett. Aber ich muss eins dazu sagen, Props an dich. Ich bin nur, glaube ich, zweimal an der Bande hängen geblieben. Ja, einmal war tatsächlich sogar, weil du, ich habe nur leicht links gemeint und hast du voll, oder da vorne rechts wartest, dann habe ich dich aber noch weggeschoben. 229, 990. Kann man noch nichts dazu sagen? Wir werden mal sehen, wie jetzt der Marcel fährt. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das übelst unangenehm ist. Es ist sehr unangenehm, das kann ich dir sagen, ja. Du musst den oberen ein bisschen nach oben ziehen, damit es besser hält. Ja, der 2, genau den ein bisschen nach oben. Okay. Siehst du was? Ja, nee. So wie du sagst halt, so ein bisschen... Unten nach außen, aber es bringt eigentlich. Ja, also ich sehe, wenn ich jetzt nach unten gucke, sehe ich meinen Bauch, mehr sehe ich nicht. Genau. So, ich stelle mich hinter dich. Okay, und los. Leicht links, leicht links. Links, 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 links. Gerade. Rechts. Stark rechts, stark rechts. Stark rechts. Links, 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 links. Links, geradeaus. Rechts, 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 rechts. Weiter so, weiter so, weiter. Rechts, 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 rechts. Ganz stark rechts, ganz stark rechts. Bisschen links, links, komplett links einlenken. Komplett, komplett. Rechts, links. Geradeaus, geradeaus. Rechts, 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 rechts. Geradeaus. Leicht links. Links, links, links. Oh Gott, du bist zu schnell. Rechts. Rechts, 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 rechts. Gerade. Links, links. 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 Ganz stark links. Rechts. Stark, ganz stark, ganz stark, ganz stark. Links. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, 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 gerade Vollgas, stopp, stopp, Halter, mir ist hardcore schlecht, weil du keinen visuellen Punkt hast und man hört übelst schlecht. Digga, du warst noch 10 Meter weg, du warst viel zu schnell. Digga. Also, du warst 100% schneller wie ich. Ich habe ohne Scheiß, was ich versucht habe, war, ich saß drin und hatte, ich habe gar nicht probiert irgendwie was zu erkennen. Ich saß drin und hatte die Augen zu und habe mir einfach nur in Gedanken die Strecke vorgestellt. Ja. Von daher, ich glaube, die Kurve, die ging ganz gut. Und dann, wo bin ich eingeschlagen?
Irgendwo bin ich eingeschlagen. Es muss ja irgendwo da hinten gewesen sein, oder? Oder war das da? Ja, da, wo du links wieder rum musst. Genau. Nach der Scharfkurve. Dann dachte ich, ich bin komplett woanders, weil dann dachte ich, ich stehe. Dann habe ich Gas gegeben. Dass du warst nur ein bisschen dran. Also du warst nicht voll dran. Aber das war echt dann. Ich wusste halt, wo ich dann da rum war. Und dann bist du da rechts, da dachte ich, okay, jetzt weißt du wieder ungefähr, wo du bist. Aber du fährst da ja normal mit Vollspeed. Es ist übel unangenehm. Ich saß die ganze Zeit so drin und habe immer drauf gewartet. So, ah, jetzt und dann hörst du so, rechts. Und dann dachte ich, ey, was? rechts. Also es war, wir sehen uns die Videos ja auch an, also beziehungsweise ich im Schnitt. Marcel schaut sie sich danach immer an. Ey. Du wirst sehen, es ist echt ein paar Mal richtig arschknapp an der Bande gewesen. Alter, das war so krass. Ich muss auch dazu sagen, du bist wirklich schnell gefahren. Ja. Und ich bin durchgängig am Rennen gewesen. Ja. Durchgängig. Und hatte dadurch zwischendurch nicht mal mehr die Luft, rechts oder links zu sagen. Weil ich dann ich dachte immer, der sagt gar nichts. Dann dachte ich, ja gut, da wird es ja gerade aus sein. Und auf einmal rein. war deutlich schneller, siehst du. Was hattest du denn? 2 Minuten irgendwas. 2:29 hattest du. Ja, also und du 1:19. Alter, das ist ja übel. Das ist krass. Brutal, du warst richtig schnell. Das ist übel krass. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, du hast wirklich krass mehr darauf vertraut. Ich hatte mehr Schiss davor, reinzuballern. Wobei ich auch sagen muss, weil du bist auch jeweils genau den Impact gefahren, den ich gesagt habe. Ja, gut, bei dir stimmt, du hast dann immer ein bisschen gezögert oder wie auch immer. Aber was man sagen muss ist, ich fahre hier, seitdem ich 8 Jahre alt bin oder so. Das kommt auch dazu, du kennst die Strecke. Ich kenne das hier in- und auswendig und wir fahren hier, es ist ja nicht so, dass wir hier sonst auch nicht fahren. Heißt, man verinnerlicht das so ein bisschen. Tim ist jetzt seit wie lange? Einem halben Jahr hier? Halbes Jahr ungefähr. Eben, von daher ein halbes Jahr gegen 10, 12, 13 Jahre. Merkt man. Das merkt man. Aber dennoch war es mega interessant. Ich bin mal gespannt auf die GoPro-Aufnahmen. Ah ja, die müssen wir noch stoppen. Richtig. Wie das aussieht, wenn man da dagegen rumst. Auf jeden Fall, wir wissen, wir können aufeinander vertrauen, weil wir sind jetzt beide nur einmal irgendwie angeeckt. Das ist ganz cool. Und auch nie wirklich stark. Also es war wirklich echt gut. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr Befehle geschrien. Also wirklich bei jeder Kleinigkeit. Ja. Bei dir kam jetzt gut, du warst auch relativ leise. Ja, das ist mir erst mittendrin aufgefallen. Ich habe wirklich die ganze Zeit geschrien, ich war 10 Meter weg. Ja, genau, richtig. Ja, ich war halt immer näher dran an dir, weil du halt nie so weit weg warst. Ja, genau. Du bist ja, hast ja oftmals gebremst, von daher. Ja. War trotzdem eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Es war beängstigend beim ersten Mal jetzt. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, wäre es anders. Ja, das mit Sicherheit. Auf jeden Fall, Endstand ist klar, ich war jetzt schneller, von daher okay. Wie gesagt, das war jetzt eher eine Spaß-Challenge. Genau. Ich würde auch sagen, die nehmen wir auch nicht in die Wertung auf, weil es sind individuelle Sachen. Das ist eine extra Challenge jetzt gewesen. Ja. Ihr könnt selber beurteilen, wer besser geleitet hat, wer besser gefahren ist oder besser vertraut hat. Ja, so sieht's aus. Ansonsten. Schreibt gerne rein. Genau. Es folgen ja wieder weitere Challenges, die wir dann auch wieder in unsere Serie mit aufnehmen. Aber hier hätte ich jetzt auch gesagt, war es halt einfach ein bisschen, einfach nur ein bisschen Spaß haben. Gut, das war's von dem. Ihr erinnert euch, was ich am Anfang vom Video gesagt habe. Ich wiederhole es ungern immer, Ihr wisst, was zu tun ist. Holt euch die Freitickets. Das Wichtigste ist, kommt vorbei. Habt selber Spaß mit den Karts. Aber dann ohne blind. Genau. Es bringt uns nichts, wenn wir nur wir hier fahren. Klar, wir brauchen Kundschaft, ansonsten besteht diese Kartbahn nicht lang. Genau. Kommt einfach vorbei, habt Spaß, genießt. Nutzt die Möglichkeit, die 2 Freitickets zu gewinnen. In den Kommentaren unter dem Video. Wie gesagt, ab 5 Kommentaren wird unter allen Kommentaren, die drunter stehen, 2 Tickets verlost. So sieht's aus. Perfekt. Super. So viel dazu. We will see you next time.